72 Stunden sind nicht lange. Aber wenn ein Fußball-Weltmeister von 1990 vorbeischaut, bleibt genug Zeit für Autogrammjäger. Guido Buchwald hat am Samstag im Dekanat Reutlingen-Zwiefalten mehrere 72-Stunden-Aktionen besucht. Mit an Bord Dekanatsschirmherr Simon Tress, CDU-Bundestagsabgeordneter Michael Dont und Weihbischof Thomas Maria Renz. Eine ihrer Stationen, die Ministrantengruppe in Zwiefalten. Während Gruppenleiter Linus Paletten fürs Streichen vorbereitet, erklärt Franziska das Projekt. Hier in unserem Dorf haben wir ein Freibad und da wollen wir jetzt einen Sandkasten und ein paar Sitzmöglichkeiten bauen. Und wir haben heute Morgen die Joghurtdrinks hier verkauft und da sind auch so Zettel dran hier, wo wir hinten unsere Werbung ein bisschen für unser Abschlussfest gemacht haben. Drinnen wird noch gewerkelt, als das Promibusle ankommt. Bei der Begrüßung gibt es erstmal einen Joghurtdrink für die Gäste. Und eine spontane Spende der VfB Stuttgart-Legende für die Ministrantengruppe. Vielen Dank. Darf ich aber ruhig mal eine Ausnahme. Buchwald unterstützt die Aktion. Weil es einfach eine super Sache ist, dass Jugendliche und auch Ältere gemeinsam Dinge schaffen, die in jedem Ort unheimlich wichtig sind. Das heißt, auch im sozialen Bereich, in einer kirchlichen Gemeinschaft, wo jeder für jeden da ist, wo jeder seine Arbeit leistet. Und das finde ich einfach eine tolle Sache und das ist unterstützenswert. Und deshalb bin ich sehr, sehr gerne hier und unterstütze das. Die 72-Stunden-Aktion sorgt für einige unvergessliche Momente, meint auch Theo. Ich fand es ziemlich gut, weil das ist auch das erste Mal, dass ihr ein Bild gemacht habt mit so einem Weltmeister. Das ist halt schon eine tolle Erinnerung auch so mal und das kann man auch nicht mehr so schnell bleiben.